Nun begegnet uns das Thema Optik erneut. Unser Lichtlabor gibt es noch, besser denn je ausgestattet mit diversen Gerätschaften. Und wir konnten die Nachwuchsphysiker Mats und Carolina als fortgeschrittene Laboranten verpflichten. Auch sie experimentieren wieder mit Lichtquellen und mit Lichtstrahlen, die sich bekanntermaßen geradlinig und mit rund 300.000 Kilometer pro Sekunde ausbreiten. Im Lichtlabor steht Legoman seinem Spiegelbild gegenüber. Und obwohl der Spiegel viel kleiner ist als er selbst, kann er sich doch von Kopf bis Fuß betrachten. Wie liegen also hier die Lichtwege? Wenn der Spiegel die richtige Größe hat und in der richtigen Höhe hängt, dann sieht die Figur ihren Scheitel gerade noch oben im Spiegel, gleich hoch und in gleichem Abstand zur Spiegelebene, quasi hinter dem Spiegel, in der virtuellen Welt. Zum Feiern müssen die Kerzen brennen. Also entzünden wir die eine und die andere brennt schon. Wie das? Da haben wir die nächste schicke optische Täuschung. Die hintere Flamme auf Lego Womans Kerze ist nur eine Spiegelung der Flamme vor dem Spiegel. Jetzt erst einmal Schritt für Schritt auf neues Terrain. Das hier sieht schon eher nach richtiger Brechung aus. Dieses Phänomen hat sicher jeder schon einmal irgendwo gesehen, aber wer hat es verstanden? Was geschieht mit Lichtstrahlen in so einer Sammellinse? Dass die Strahlen im Lauf durch das transparente Glas gebrochen werden, ist ja deutlich zu erkennen. Aber warum fallen die Strahlen hier fast alle so schön exakt in einem Punkt zusammen? Nun, zum Verständnis hilft ein simpler Trick. Wir schneiden dazu unsere Linse in Scheibchen. Dieser Lichtstrahl läuft genau auf der optischen Achse durch die Linsenmitte.